you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass letzte Woche kein Video kam. Aber ich hatte einfach keine Zeit, irgendetwas zu drehen, beziehungsweise aufzunehmen und dann zu schneiden und so weiter. Ja, und als zweites möchte ich mich für die 500 Abonnenten bedanken. Und wie es bei mir bis jetzt immer war, bekommt ihr auch ein kleines Geschenk von mir für die 500 Abonnenten. Diesmal ist es ein Volvo V60, wie die, die mir auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Links sind alle drei in der Videobeschreibung. Oder auf meinem Discord-Server vertreten sind, haben das schon mitbekommen. Ja, wie ihr seht, mit Blaulicht. Wir können uns jetzt erst einmal hier die Mod so anschauen. Hier einmal Licht aus, Licht an. Ich habe jetzt einfach als Beispiel das Kennzeichen der Feuerwehr Hamburg, beziehungsweise das Kennzeichen von Hamburg genommen. Einfach, ja, als Beispiel, keine Ahnung. Ich hätte auch jede beliebige andere Stadt nehmen können, oder Landkreis, wie auch immer. Ja, und zwar sehen wir hier einmal ein KDOW. Das Design kennen wahrscheinlich die meisten auch schon von Cheatsacks Golf-Variant. Da nehme ich dieses Design auch drauf. Und ich habe mir gedacht, da wir beide ja schon zusammenarbeiten sozusagen, kann man die Mods ja auch aufeinander abstimmen. Deshalb geht nochmal ein Dankeschön an Cheatsack raus, dass ich diesen Skin benutzen darf. Und natürlich auch seinen Balken, haben die meisten von euch wahrscheinlich auch schon erkannt, auch benutzen darf auf dem Dach. Ja, hier haben wir einmal einen Skin der Autobahnpolizei. Das ist wahrscheinlich so wie der KDOW auch eher fiktiv. Wir können mal eben hier Tag machen. Eher ein fiktiver Skin, also ohne wirkliches reales Vorbild. Hab einfach ja, aus mehreren Beispielen bzw. aus mehreren Vorbildern einen Skin gemacht. Ja, ist mir, wie ich finde, ganz gut gelungen. Jetzt gehen wir nochmal in den Innenraum. Hat auch einen sehr schönen Innenraum. Wenn wir jetzt nochmal kurz Nacht machen. Wenn man den Motor einschaltet, geht auch hier Beleuchtung an. Ja, das war's eigentlich schon. Lenker bewegt sich natürlich auch. Sonst gibt es hier eigentlich nichts Besonderes im Innenraum. Dann können wir uns nochmal in den Shop angucken. Und zwar gibt es Ding unter einer neuen Kategorie, und zwar Mineworks LP Mods. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Da warte ich dann mal auf euer Feedback, wie ihr das so findet. Ob ihr lieber das hier unter der normalen Kategorie Autos haben würdet. Oder halt meine Mods in einer Shop-Kategorie, was für mich übersichtlicher wäre. Ja, aber dann gucken wir uns einfach mal im Shop an. Hier einmal ganz normal mit Farbe, da kann man jede Farbe auswählen, die man haben möchte. Dann hier einmal in der Metallic-Farbe von Volvo, die standardmäßig, oder beziehungsweise die Volvo so ausliefert. Dann haben wir hier einmal die Autobahnpolizei, die ihr schon gesehen habt. Hier kann man natürlich auch die einzelnen Blitzfrequenzen von Cheatsack benutzen. Und hier vorne kann man sich auch noch aussuchen, ob man Frontblitze haben möchte oder nicht. Dann gibt es hier noch einmal einen normalen Polizeiskin. Wie ich finde, auch sehr gut. Dann hier einmal als NEF. Ja gut. Ist jetzt fast gleich, aber ja gut, außer hinten. Oh, außer hinten, aber ja gut. Ja, und dann als letztes nochmal hier den KDOW. Und dann wieder Farbwahl. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 6 Varianten habt ihr dann zur Verfügung. Hier bei diesem Mod. Ich hoffe, dass ihr euch darüber freut und dass auch ja, dass ihr euch darüber freut. Jede Version hat natürlich auch sein eigenes Kennzeichen, wenn wir hier nochmal schnell gucken. ML, MP, P für Polizei, nochmal Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Tja, die kleinen Details machen es aus. Das Kennzeichen habe ich hier auch von Cheatsack genommen.
beziehungsweise durfte ich auch nehmen. Ja, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!